Mein Name ist Oliver, Rosa. Wir haben Teil 1 bis 10, den perfekten Point Fight, euch so ein bisschen näher gebracht, um perfekter zu werden. Jetzt geht es darum, Kampftaktik. Wir haben 5 Teile vorgesehen, um euch da die Taktik ein bisschen nahe zu bringen und auch zu erläutern, was eben wichtig ist. So, Tipp Nummer 1 ist die Kampffläche beherrschen. Bedeutet, ihr beherrscht die Mitte von der Kampffläche, nicht die Seite, sondern die Mitte. Ihr dominiert die Mitte. Also, das heißt, schon zu Beginn sieht das so aus, dass man gegenübersteht, nach vorne geht, angrüßt, Handshake macht oder auch nicht, dass man aber jetzt in dem Moment, sage ich mal ganz viel, nicht automatisch schon zurückgeht, weil wenn ich nach hinten gehe, habe ich hinter mir keinen Platz mehr. Ich gehe eher, versuche mir so viel Platz wie möglich direkt hier vorne und den anderen zurückzudrücken. Direkt schon beim Angrüßen versuche ich mir Platz zu nehmen. Ich brauche Platz hinter mir, falls ich ausweichen muss. So, wir wollten ja nicht mehr rückwärts gehen und da muss ich die zweite Regel so ein bisschen beherzigen und sagen, okay, gehe auf jeden Fall direkt seitlich links oder rechts raus. Kann direkt sein, dass sie angreift. Ne? Dass ich direkt nach vorne gehe, hole mir viel Platz, komme in die Bewegung und direkt seitlich, ja, in die Auslagen raus. Oder was die Rosa eben gezeigt hat, hier einmal hier rum mit dem hinteren Bein oder von hier aus direkt ab hier raus. Lasst euch nicht überrollen, passt direkt am Anfang schon auf. Vermeidet, wenig Platz hinten zu haben. Bevorzugt auf jeden Fall, achtet darauf, viel Platz sich hinten zu schaffen, direkt beim Angrüßen und direkt in die seitliche Bewegung rumzulaufen. Ne? Die ganze Zeit, immer wieder, immer wieder. Nochmal die Situation, das muss man einfach auch üben beim Training. Man sagt, okay, geh in den Kampf rein, let's go, angrüßen, nein, mache ich nicht mehr, ne? Gib keinen Handshake und dann direkt seitlich weg, direkt in die Bewegung rein. Ja, das ist eigentlich nicht viel, was ich jetzt eigentlich so euch mitgeteilt habe, aber sehr wichtig. Aber sehr wie wichtig. Immer. Ja? Und gerade die kleinen Sachen entscheiden nachher diese mini kleinen 2 Minuten, die man Zeit hat. Und das ist schon mal unsere erste Tick-Tack, ja? Für euren Semikontaktkampf. Mitte holen und direkt seitlich rausprobieren. Ja. Bis zum nächsten Mal.